Christian den erzählt. Hey, Sophie, geh runter! Komm, Lisa. Komm her. Komm her, Lisa. Sitz dich da. Ey, sweet. Und Michelle, was ist bei dir? Die erste von mir. Wo ist die eins, Lara? Such sie. Da. Michelle, komm schon. Lisa, bei dir ist die eins. Wo ist die eins? Hier. Wow, cool. Sophie, auf! Sophie, das ist voll krass. Mach woanders auf. Ja, mach auf deinem Platz. Was ist denn da drin? Kann mein Türchen nicht aufmachen? Ich bin schwer. Was hast du denn bekommen, Lara? Eine Kappe. Eine Kappe? Und da ist dann die LOL. Da ist erst eine Puppe drinnen. Cool. Was ist das? Die Luisa hat auch aufgemacht. Ja, zeig's mal dem Papa, was du da drin hast. So, der Papa bringt jetzt die Bande zur Schule und zum Bus. Tschüss. Tschüss, Papa. So, die Tür zu ist kalt. So, und ich werde mich jetzt unter die Dusche schmeißen, während der Kleine noch schläft und melde mich dann später. So, meine Lieben, ich bin jetzt geduscht, aber noch nicht wirklich fertig gemacht. Der Papa ist auch schon wieder gekommen. Der hat die Kinder weggefahren und hat dann einen Arzttermin gehabt, Blutabnahme und so weiter. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen zusammen. Ich flüstere, weil der Kleine schläft noch und wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen in Ruhe arbeiten, bevor er wach wird. Und ich zeige euch was. Es war so viel zu tun die letzten Wochen, dass sich das angesammelt hat. Das ist da meine die Wäsche. Holy crap, was ist das? Und muss man den Zimmer auch wieder zeigen? Also haben wir schon gezeigt, oder? Oh Gott. Ja, ich glaube, wir brauchen jemanden, der unsere Wäsche macht. Wir überlegen wirklich schon, vielleicht jemanden zu holen, der uns mit der Wäsche hilft. Das ist nicht normal, ey. Also, um bei uns ein geregeltes Wäschesystem müsste man jeden Tag, oder? Zwei Waschmaschinen waschen und falten. Und wir waschen aber nur, falten dann immer alles auf einmal. Einmal die Woche. Und dann schaut es natürlich so aus. Ja, jeder hat zu tun, Patrick. Ja, jeder hat alle. Patrick ist, also ich habe hier auch viel zu tun. Wie ist das? Story, Kooperationen, der Kleine, die Kinder, der Papa hat auch viel zu tun. Video schneiden, andere Sachen machen, Garten aufräumen, Hunde rausbringen. Es ist, die Liste ist lang, euch alles aufzuzählen. Ja, deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall gleich meinen Laptop schnappen und wir arbeiten ein bisschen. Schon ein bisschen in den Wäschehaufen geworfen. Ein bisschen ist gut, ist schon richtig weg fast, oder? Der Papa ist schon am Wegräumen. Das sind auch Sachen zum Wegräumen. Und unsere Couch ist wieder leer. Juhu! Aber wir haben zwei Körbe. Dieser ganze Korb ist voller Unterwäsche und Socken und so weiter. Das ist eigentlich immer Michelles Aufgabe. Bei uns hat da jeder seine Sachen, die er machen kann. Und das muss man auch auf die Sessel raufgeben, die Stocke. Ja, ich muss ja noch die Sachen von den Kleinen wegräumen. Der Papa räumt unsere Sachen weg und dann habe ich da noch eigentlich noch einen Korb. Den mache ich dann vielleicht ein bisschen später, wenn ich mehr Zeit habe. Der Kleine ist auch schon wach geworden. Der tigert hier herum. Philipp! Schon wieder unter der Ding und die Kommode guckt. Philipp! Ja, kann ich bitte meine AirPods wieder haben? Please. Okay, doch nicht. Na gut, ich räume jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen weiter auf und geschminkt habe ich mich auch schon. Heute
muss ich noch ein paar Fotos machen für den Adventkalender. Also ich hätte es schon gesagt. Es gibt jeden Tag auf Instagram was zu gewinnen, deswegen schaut da gern vorbei, Miss Diana Diamanta. Und ja, deswegen guckt da mal rum. Und wir räumen hier weiter auf. Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen, aber ich kann euch zeigen, was wir gegessen haben, weil der Papa hat gekocht. Moment. Wie heißt das? Gnocchi, Schinken mit Sahne und Tomatensauce. Und Käse. Mega lecker. Die Mädels sind auch vom Kindergarten wieder zurück, aber I don't understand this. Warum ist das hier beim Abwasch? Das ist ein Helm. Ja, aber warum hier? Dieser Mann findet die unnötigsten Plätze. Warum? Wo hast du das jetzt her? Das war ja eine Weihnachtsdeko drin. Oh, Mann, sprich jetzt. Ab und zu hat man das Bedürfnis, einen Mann zu wirken. Also? Weißt du? Ja. Aber ich liebe dich. Der Kleine schläft. Den habe ich schon. Also wir haben alle gegessen, der Kleine schläft jetzt. Ich muss jetzt so ein bisschen was arbeiten. Also, ich muss noch meine Rechnung immer fertig schreiben. Und ich weiß nicht, was der Papa danach vorhat, weil das Weihnachtsintro haben wir noch nicht fertig. Lass mal machen, ja. Vielleicht machst du das jetzt, dass du jetzt dir mal diese Dateien anschaust. Das sieht ja sehr komisch aus, wenn ich den. Aber wenn nicht, mach du hier. Hast hier eine Birne. Und du bist die ganze Zeit so gefilmt mit dieser Muttermagie? Nein, ein bisschen. Macht ja nichts. Wenn ich nicht schmatze, schmeckt das Essen nicht. Ja, dann schmatz bitte. Leute, Ohren zu halten. Ja. Schmatzen nicht aber bei Männer auch. Mir würde es interessieren. Ja, schmatzen bei Männern. Wahrscheinlich. Bin ich anders als die anderen? Jeder ist anders, oder? Jeder Mensch hat so seine Eigenheiten. Also, ich habe mir gedacht, dass du jetzt diese Datei anschaust vom anderen Blog. Vielleicht gibt es da was zum Rausnehmen. Für die Kinder. Ja, aber das ist nicht. Was ist das? Auf was wird hier gewartet? Wollt ihr. Heute ist kein Adventtag. Was ist Salam? Nur zum Advent. Salam Advent. Nur zum Advent. Oh. Was soll der Papa? Machst du Kabanossi? Ich hol den Speck aus dem Kühlschrank raus. Alles, was du willst. Oh. Mein Herz schmilzt gerade. Lucy Loki. Ich glaube nicht, dass sie Birne ist, oder? Ist das dein Ernst, Digga? Will ich lassen? Ich weiß nicht. Schneide ein Stück hier ab. Wie schaut dein am Boden dann aus? Letztens hat sie auch einen Apfel gegessen. Ich pack mein Leben, ich stell dir mal das an. Sie, die Lucy kriegt auch eine. Jo, schau dir das mal das an. Machst du Obstsalat? Machst du einen Obstsalat? Bien. Das ist gesund, ja, sehr gut. Ja. Macht die Sophie auch Obstsalat? Ich glaube nicht, dass es Sophie das ist. Na, schauen wir mal. Mit Kerne oder ohne? Okay, mit Kerne. Das ist ohne Kerne. Ohne Kerne. Die Emi. Das ist eine Verarsche, das ist nochmal Fleisch. Die Emi. Und dann verputzt? Ich glaube dir. Das war normalerweise gebe ich das an den Hühnern. Sie ist mit durch. Die waren schon lange bei den Hühnern draußen. Gib mal den Goldi. Die haben abgeschaut. Gib mal den Goldi. Ich mal Goldi. Schmeckt schon, aber ein bisschen Rindfleisch wäre schon besser. Aber sie geht auch damit weg. Ja. Da war man eigentlich so gierig.
Birnen gibt es genug. Die kleine Lara, die macht jetzt ein bisschen Hausaufgaben. Ich werde mich jetzt gleich zu ihr setzen, aber vorher wollte sie, dass ich hier eine Birne schneide. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen schnibbeln und dann setze ich mich zu ihr. Das fängt schon mal an. Danke. Ich mach schon, okay? Ich spitz schon. Du machst herein. Lernwörter üben. Aber wo sind das genau? Ja, aber beiß trotzdem. Schreib eine ganze Seite fertig. Musstest du das schon selber schreiben? Ja, alles muss ich selber schreiben. Schreibst du jetzt nichts mehr vor? Doch, wenn wir irgendwie so, wenn wir so Buchstaben gelernt haben, dann ich schreibe das immer mit der Lehrerin. Hey meine Lieben, es ist schon Abend, wir haben jetzt 20.45 Uhr, die Kinder schlafen schon längst, außer, also die kleinen Kinder, also der Patrick und die Michelle sind noch wach. Ja, ich werde jetzt noch was essen, die anderen haben schon gegessen, nur ich habe bis jetzt noch nicht gegessen, weil ich noch keinen Hunger hatte. Aber jetzt habe ich einen Bärenhunger und ich werde mir was fürs Essen vorbereiten. Ja, ich wollte mich von euch vom Vlog verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und bis nächstes Mal. Tschüss!